Name ist Ruth Schönherr und ich habe seit ungefähr 3 Staffeln die Rolle von Li Ming Schumann gespielt. Ich höre auf, weil Ming ist sozusagen zu alt, um noch weiter hier an die Schule zu gehen. Also die hat sozusagen ihren Abschluss und außerdem auch aus persönlichen Gründen, also weil ja, ich habe halt gerade schulische Prüfungsphase und da wäre es halt schwierig gewesen mit Drehen noch nebenbei und außerdem gehe ich bald nach Amerika und da wollte ich sozusagen die letzte Zeit zwischen Aufhören von Drehen und eben bis es dann losgeht, nochmal sozusagen Zeit haben, um alles zu machen, was ich eben noch so vorhab hier in Deutschland und ja, das waren so die Gründe. Also wie gesagt, ich werde dann nach Amerika gehen und dort im Prinzip in die Schule gehen und in einer Gastfamilie leben für 10 Monate lang. Und ich hoffe sehr, dass ich da zum Beispiel an der Schule weiter was Richtung Schauspiel oder vielleicht auch Theater machen kann. Und ich plane, wenn ich wieder zurückkomme, dass ich mich vielleicht bei einer Agentur anmelde, so dass ich dann vielleicht immer mal wieder Angebote kriege für irgendwelche kleinen Nebenrollen oder so, dass ich es auf jeden Fall immer mal wieder machen kann, weil es mir halt echt Spaß macht. Also ich schätze, dass Ming dann hier praktisch ihren Abschluss gemacht hat und dann vielleicht studieren geht. Ich schätze schon. Okay, jetzt ist vorbei. Jetzt geht's nicht mehr. Ich glaube immer noch. Okay. Also ich schätze, dass Ming hier am Einstein-Gymnasium ihren Abschluss gemacht hat und dann vielleicht studieren geht. Ich könnte mir vorstellen, Journalismus, das würde passen auch wegen der Redaktion. Und ja, neulich kam die Idee auf, dass sie vielleicht mit Moritz zusammenkommen könnte und dann kriegen die viele süße kleine Kinderchen und ja, haben ein tolles Leben. Ich glaube, mein schönster Drehtag, also ich hatte sehr viele schöne Drehtage, deshalb ist es schwer zu sagen, aber was mir sehr viel Spaß gemacht hat und was mir jetzt noch so sehr in Erinnerung ist, da waren wir am See. Auf jeden Fall war ich mit Stefan da, also mit Rolle Tobias und ja, haben am See gedreht und sind auch rausgefahren mit dem Boot und das war auf jeden Fall sehr schön. Meine schwierigsten Szenen, die mir aber gleichzeitig auch sehr viel Spaß gemacht haben, waren immer, wenn Ming sozusagen Streitszenen mit ihrer Mutter Frau Schumann hatte. Also A, hat dieses Angeschreie mega viel Spaß gemacht, aber B, es war sehr schwer da noch seinen Text richtig aufzusagen, weil es eben alles so schnell ging und weil so viel Power dahinter steckte. Also meine traurigste Szene war wahrscheinlich eine Abschiedsszene, die wir in Arnstadt gedreht haben. Da wurden Rolle Serena, Nils und Tommy verabschiedet. Die sind dann mit dem Taxi weggefahren und vorher haben sich halt alle nochmal umarmt und Tschüss gesagt. Und ich habe halt wirklich echt angefangen zu weinen, weil es eben auch so nah an meinem Abschied war. Und oh, das war echt extrem emotional einfach. Von Schloss Einstein nehme ich sehr viel mit, schon alleine, weil als kleines Kind habe ich das so oft, wie es kam, immer geguckt mit meinen Freundinnen zu Hause und dann war ich plötzlich selbst ein Teil davon, was mich einfach unglaublich glücklich gemacht hat, schon allein wegen den ganzen Menschen hier. Und ich habe sehr viel an Erfahrungen gesammelt und bin an mir selbst gewachsen und im Prinzip nehme ich hier echt nur Positives mit und eine Menge guter Freundschaften und einfach was man fürs ganze Leben hat. Was ich noch sagen möchte, also ich möchte mich auf jeden Fall bedanken, vor allem beim Team und allen Darstellern und allen Mitarbeitern, weil es hat einfach immer so viel Spaß gemacht und die Zeit ist verflogen wie nichts. Natürlich will ich mich auch bei euch allen da draußen, bei den ganzen Fans bedanken, weil ihr habt Einstein immer unterstützt und wart immer da und habt euch immer gefreut und ja, danke dafür.